Moin ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Thief Simulator. Ich weiß, ihr habt lange drauf gewartet, eigentlich hätte ich sie am Mittwoch schon hochladen wollen. Da habe ich aber dann die Ostereier hochgeladen, weil darauf auch viele schon gewartet haben. Und deswegen gibt es heute eine Folge Thief Simulator. Also, wir haben, und das habe ich euch noch gar nicht erzählt, richtig, ich habe in eurer Abwesenheit, also nicht im Video, den dritten Stadtteil freigespielt. Industrial Street. Und Industrial Street gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Ich war noch nicht einmal da. Ich habe ihn freigespielt, aber ich bin noch nicht hingefahren. Ich konnte widerstehen, um es mit euch zusammen zu besuchen. Ich bin super gespannt, was da auf uns zukommt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Neues Stadtteil. Oha. Naja gut, der Name hat ja schon gesagt, Industrial Street, ne? Warehouse, da ist ein Lagerhaus. Dann gibt es hier... Oh, was ist das hier? Ein Weg. Ah, da ist auch noch eine Firma. Ach, das ist Baustelle aber erst. Okay, das ist erst Baustelle. Und hier drüben. Da läuft schon mal Sicherheitspersonal rum. Keine Ahnung, was das ist, aber das sieht irgendwie nach einer... einen merkwürdigen Film. Oha. Oha. Get to the chopper. Oh, Rockerschuppen. Aha. Lieber mal Vorsicht walten lassen. Okay, schauen wir uns erstmal weiter um. Und dann versuchen wir direkt mal hier in eines der Gebäude einzubrechen. Aber erstmal schauen, was wir noch so finden. Da rechts ist irgendwas. Car Tuning Company. Das sieht gut aus. Das sieht vor allen Dingen recht verlassen aus. Uppa. Haus Nummer 304. Oh ja. Oh ja, das sieht nach richtig Patte aus. Warte mal, das will ich mir nochmal näher anschauen. Gibt es hier irgendwas, wo man über den Zaun kommt, über die Mauer kommt? Hinten steht das nächste Gebäude, zugenagelte Bretter, zugenagelte Fenster. Ah, hier kommt man so nicht rein, glaube ich. Ne, hier gibt es nur den Eingang. Nur die Möglichkeit, vorne reinzugehen. Aber vorne rein? Geht's auch irgendwie nicht. Okay, da müssen wir uns wohl noch ein bisschen mit beschäftigen. Ah, da geht's wieder nach Hause. Okay, da wollen wir nicht hin. Wir fahren wieder hier runter. Aber mir fällt auf, hier sind wenige bis keine Fuß... Upsala. Wenige bis keine Fußgänger unterwegs. Das gefällt mir schon mal. Ich würde sagen, wir parken jetzt einfach mal hier. Ah, da ist der Parkplatz. So, dann gucken wir uns mal hier dieses Warehouse an. Oder nebendran die Firma. Das sieht doch alles interessant aus. Wie kommt man hier in diese ganzen Gebäude rein? Ich verstehe es nicht, ich check's nicht. Am Tor gibt es keine Knöpfe, keine Schalter. Ich kann auch irgendwo hier drüber hüpfen. Was zu klettern ist hier auch nicht. Da eine Laterne, vielleicht kann ich eine Laterne auch... Ah ne, die steht im Inneren. Ich könnte über mein Autodach springen. Wo ist mein Auto? Oder hier über den Mülleimer? Nee, das geht nicht. Okay, wir versuchen es mal mit dem Auto. Immer gut, die Tür offen stehen zu lassen. Man muss ja keine Angst vor Verbrechern haben, wenn man selbst der Verbrecher ist.
komm. Nicht so wild hier, bisschen 18 Euro Reparatur. Pff. Dann lache ich doch drüber. Wichtiger ist, dass das Auto gut positioniert ist. Oh. Oh. So ist es nicht gut positioniert. So komme ich nämlich nicht aus dem Auto raus. Nein, nein, nein. Okay. Okay, okay, okay. Nochmal. Ja, wenn ich mich natürlich mit der Tür an die Wand stelle, dann stehe ich mit der Tür an die Wand. An der Wand. Oder so. Komm schon. Ach, da bin ich. Okay. So, perfekt. So ist perfekt. Da ist eine Kamera. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Das ist nämlich genau die Stelle, an der ich reinhüpfen wollte. Okay, klappt so auch nicht. Auto noch ein Stückchen vorfahren. Yes! Das hat geklappt. Wachmann, Wachmann, Wachmann. Kommt der? Hat er mich gesehen? Keine Ahnung. $1.300, das Auto. Stark. Hier gibt's sonst aber nichts. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie ich da so. Ja, perfekt. Ryloxys Tipp. $350 Kaffeemaschine und noch eine und noch ein $1.300 Auto. Der läuft der Patrouille. Dann gehen wir erstmal hier lang. $5.600 CNC-Fräse. Oh Schande, die kann man nicht. Okay, die muss ich erst nochmal hinstellen. Die muss man durch die Gegend tragen. Das ist ungünstig. Was geht hier in dem Container? Da ist ein Wachmann. Gibt es hier nicht irgendwo einen Schalter für das Tor vorne? Doch, hier. Was sind das? Ja. Sehr gut, sehr gut.
Da steht der Wachmann, da hinten steht der Wachmann. Das Tor ist aber aufgegangen. Okay, er kommt näher. Er kommt näher, er guckt. Er dreht sich um und geht. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Holen uns unsere CNC-Maschine. Mit der wir leider nicht so schnell sind. Da steht er. Jetzt geht er. Da steht er, jetzt geht er. Nein, 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 da ist eine Kamera. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Egal, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, da kommt die Polizei schon. Oh. Ganz heiße Nummer, ganz heiße Nummer. Ich will aber nicht weg, ich will die CNC-Maschine nicht verlieren. Wenn ich die da vorne gleich wieder einsammeln kann. Dann lohnt sich zu flüchten. Wie? Was? Was denn? Polizei sucht mein Auto? Aber ich bin doch gar nicht gefasst worden. Aber ich bin doch. Checkpoint laden. Das lief doch so gut. Okay, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Was wir nicht dürfen, ist uns erwischen lassen. Oha. Das war ja mal ein heißes Spiel. Kommt der Wachmann. Sehr gut, ich habe die Routine von ihm. Jetzt geht er wieder. Zweites Auto. Wie stellen diese Spielzeugautos her, wie es scheint hier. Da ist noch so eine CNC-Fräse. Egal, wir krallen uns jetzt erstmal die Autos. Ah, das ist wieder eine Kiste zum Tragen. Tragen ist schlecht, Leute. Dafür kenne ich das hier noch nicht gut genug. Jawohl, noch ein Beamer, noch ein Beamer. Software, Software. Noch ein Auto. Ja, Kaffeemaschine geht auch mit. Du kommst auch mit. Und du. Und du. Oh mein Gott. Er war hier drin, der Wachmann. Reines Glück, dass er mich nicht gesehen hat. Nein, mein Inventar ist voll. Ich kann die anderen Autos nicht mehr mitnehmen. Okay, dann heißt es jetzt ab durch die Mitte. Okay, ab durch die Mitte funktioniert hier nicht. Lass noch mal gucken, was in diesem Container hier versteckt ist. Ein 3D-Drucker? Geil. Kostet nicht die Welt, aber ist geil. Wachmann. Hat mich nicht gehört. Da komme ich doch. Kann ich da nicht auf die Kiste drauf und über den Zaun hüpfen? Geht nicht. Okay. Dann muss ich zurückgehen. Da ist ein Wachmann in der Hütte. Das macht es schon deutlich leichter, wenn man die Bewegungsabläufe von den Typen sieht.
Dam, 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 da. Ich bin der Einbrecherstar. So, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Gesehen hat er uns auch noch nicht. Die Kamera scheint da lang. Okay, dann können wir uns trauen. Dann können wir uns trauen. Wir versuchen es zumindest, dass wir uns die CNC-Maschine auch noch krallen. So, der läuft jetzt gerade nach hinten. Das ist meine Gelegenheit. Nicht durch die Kamera laufen, direkt raus. Buja, um es mit Bushs Worten zu sagen. Bäm, wie endgeil. Da steht er hinter der Mauer. Nee, 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 du kannst nichts machen. Ich stehe draußen mit deiner Maschine und du musst zugucken, wie ich dich ausnehme. Muahaha. La, 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 la. Ey, was haben wir denn jetzt alles geraubt? Das war richtig viel. Richtig viel. Ich bin gespannt, wie die Summe ist, die sie zusammenkriegen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Jawohl. Die Frage ist, wenn ich das jetzt alles sichere im Auto, sagen wir mal, ich packe jetzt auch hier das da und das da, das da und das und das und das. Und das 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 und ah, das geht nicht mehr. Okay, ein Auto würde ich verlieren, wenn ich jetzt gefasst werde. Aber das wäre alles gesichert. Da gehen wir gerade noch mal rein. Da gehen wir gerade noch mal rein. Keine falsche Bescheidenheit hier. Das kriege ich doch noch mal hin. Hallo, ich will da rein. Jetzt. Und zwar holen wir uns zuerst hier hinten. Der läuft gerade durch die Halle. Kleinen Moment warten, dann geht er raus. Der geht ganz um die Ecke, der geht irgendwo ganz anders hin. Schichtwechsel. Schichtwechsel ist gut. Gut für mich. Kann nämlich hier das Auto noch einsammeln. Und hier das Auto noch einsammeln. Und das war's. Okay, aber das war gut. Mehr Autos lagen hier nicht mehr, ne? Nee. Nur der 3D-Drucker und hier die Kisten mit richtig vielen Autos. Ja, ob ich die mitnehmen will? Na, ich kann sie mal ein Stück mitnehmen. Mal gucken, was passiert. So. Nehme ich mal hier hinten um die Ecke mit. Über den Zaun geworfen kriege ich die nicht, ne? So, das Problem ist, ab jetzt sehe ich die Wachen mir da nicht mehr. Das macht das Spiel ein bisschen schwieriger. Warte mal, das stellen wir erstmal hier ab, den Karton. Hier nochmal kurz reinschauen. Zack, wusste ich's doch. Okay, da ist einer drin. Kann ich den irgendwie. Was sagt er dazu, wenn es hier die Tür aufgeht?
Das war knapp. Verdammt, war das knapp. Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Okay, jetzt sehe ich sie wenigstens wieder. Okay. Okay, der könnte mich sehen. Das ist ungünstig. Komm schon, beweg dich. Ja, so ist fein. Hier muss doch irgendwas drin sein. Kann nicht sein, dass ich mich hier die Füße wund laufe durch diese Halle, um den Security rumschlängel, für nichts. Es muss hier doch irgendwas geben. Nein, es sieht nicht so aus. Aha, ein Scanner, immerhin. Ein Server, aber der muss ich tragen. $4.000 Server, Spielkonsole. Oh, jetzt kommt er da lang. Okay, ich würde sagen, wir machen uns hier wieder raus aus der Halle, die ist mir zu heiß. Aber irgendwann holen wir uns den Server. Irgendwann holen wir ihn uns. So, Kiste, komm mit. Kaffeemaschinen nehmen wir mit. Jetzt ist, glaube ich, wieder Schluss. Jetzt sind wir wieder voll. Der eine läuft jetzt da rum. Das ist aber ungünstig. Da kann ich dich ja nicht gebrauchen, ne? Das ist ungünstig. Das ist unser Fluchtweg. Knapp und knäpplich. Knapp und knäpplicher geht's kaum. Yes! Yes! Wir haben es nochmal rausgeschafft. Leute, ich habe nicht gedacht, dass ich damit rauskomme. Ich habe es nicht geglaubt. Hoffentlich kriegen wir jetzt dieses andere ins Auto. Müsste gehen. Wir müssten das eigentlich noch reinkriegen. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was wir erbeutet haben. Oh mein Gott. Richtig, richtig gut. Zack, zack. Warum geht er rein? Jawohl. Nein, rein da. Ah, nicht wieder nehmen. Ja. Und Abfahrt. Fröhlich durch die Mitte. Entschuldigung. Wieso ist hier auch so dunkel? In der Nacht einfach dunkel. Wo kommen wir da hin? Okay, erstmal ins Versteck. Nein, nicht ins Versteck. Ich habe wieder Versteck angeklickt, Mann. Oh mein Gott, seht ihr das? Oh mein Gott, wir haben so viele wertvolle Sachen geklaut.
Die Liste geht hier unten über den Bildschirm hinaus. Man kann nicht mehr, man kann nicht mehr sehen, was da noch alles dabei ist. Boah, dieses Rating 4775. Alter Schwede. Nein, ich will hier nicht hin. Ich will nach Hause. Erstmal nach Hause. Gucken, ob irgendwas auf Black Baby geht. So, Leute. Wie viel Geld nehmen wir jetzt ein? Jetzt wird's spannend. Wir haben aktuell... Wie viel Geld haben wir? Wieso sehe ich das nicht? Ach so, ich weiß, warum ich das nicht sehe. Deshalb sehe ich es nicht. So, wir haben aktuell 21.381 Geld. 2.381. So. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir was auf Black Bay loskriegen. Autoteil haben wir nichts. Elektronik. Nein. Küche auch nicht. Nee. Andere. Da. 13.000 für... Wir haben das ganze Set an Spielzeug. Das gibt uns 13.000 Dollar. Bam. Und... Hier haben wir nichts. Okay. Dann entsperren wir nochmal kurz hier unser... Ah, das habe ich gar nicht zum Entsperren. Ich dachte, ich hätte was zum Entsperren. Ach, ist das vielleicht im Auto noch? Mal kurz gucken, ob das in der Kiste liegt. Software. Nö. Okay. Dann ab zum Pfandleiher. Und jetzt holen wir uns den Rest von Cashmech. Pfandhaus. Oh mein Gott, ist das stark. Seid ihr auch gespannt? Ihr könnt mal, drückt mal jetzt auf Pause bei dem Video und schreibt mal in die Kommentare, was ihr glaubt, wie viel Geld wir gemacht haben. Wenn ich jetzt beim Pfandleiher abgegeben habe, plus die 13.000, die wir eben schon verdient haben. Schreibt es jetzt mal in die Kommentare und am Ende des Videos wisst ihr, ob ihr recht hattet. Welcome back. Auch wenn ihr schon gerade am Kommentar schreiben seid, drückt doch einfach mal den Like-Button. Danke. So, 13.500, 5.600, 3.000. Hat die Villa ja immer noch nicht. Spielzeugauto. Das will er auch nicht. Das war nur das Sammelding oder was? Okay, tritt weg. Konsole, 1100. Spielzeugauto, das will er einfach nicht. Weg. Und weg. Okay. Die Spielzeugautos, keine Ahnung, wie wir die noch loswerden. Die will er auf jeden Fall nicht. Aber wir haben hier noch ein bisschen was hier in der Kiste. Dann packen wir die Spielzeugautos mal in die Kiste. Ah ne, das hat er alles schon rausgeholt. Okay, dann haben wir jetzt das Ergebnis. Mal abgesehen von den Sachen, die wir jetzt nicht verkaufen können, wie die Spielzeuge aus, die rechne ich jetzt nicht ein, haben wir, wenn ich den Betrag, den wir schon im Konto hatten, abziehe, was wir jetzt auf dem Konto haben, und das Minus wegdenke, dann haben wir 25.200 Dollar mit diesem Einbruch gemacht. Wir haben mehr als das Doppelte von Beginn der Folge. 25.200 Dollars. Alles klar, ihr Lieben, das war eine coole Folge. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich in die nächste Firma einsteige, was es da Cooles gibt und was wir da erst für ein Geld machen, denn das war das einfachste Gebäude vom dritten Stadtteil, denke ich mal, dann bleibt einfach dran, schaltet die nächste Folge ein und ich freue mich, euch bald wieder zu sehen. Bis dann, haut rein, euer Rouge. Ciao.